Folge mit Arthur, mit Tino Chrupalla. Arthur Chrupalla. Herr Chrupalla, wie bewerten Sie das heutige Wahlergebnis? Ist ja doch ein bisschen überraschend, dass die SPD jetzt so stark ist und tatsächlich mehreren Prozentpunkten vor der AfD liegt. Na, wir haben ja im Prinzip heute gesehen, heute ist die Manifestierung der Einheitsparteien vonstatten gegangen. Also die CDU hat sich aufgelöst. Sie ist mittlerweile nur noch der Mehrheitsbeschaffer für die jeweilige Partei, die regieren möchte. Und das ist diesmal Herr Woidke gewesen, die SPD. Also es ist völlig egal, ob Sie CDU oder SPD wollen. Die Inhalte scheinen völlig egal zu sein. Es geht nur noch gegen die AfD. Ja, wir sehen jetzt in Thüringen, dass wirklich alles versucht wird mit dieser Brombeer-Koalition. Hauptsache, die AfD ist nicht mit in der Regierung. Wie sehen Sie das unter demokratischen Gesichtspunkten? Welchen Zustand haben wir mittlerweile erreicht? Zumal wir ja gerade in Thüringen als ein abschreckendes Beispiel erst den nicht gewählten Ramelow hatten und jetzt möchte der Wahlverlierer Mario Vogt regieren. Was ist hier los in diesem Land? Ja, man sieht vor allen Dingen, worum es in anderen Parteien geht. Es geht nur noch um reinen Machterhalt, um ihren Posten, um ihre Fründe. Der Wählerwille und auch die Interessen des Wählers, die werden völlig ignoriert. Und das ist eigentlich das, was der Demokratie schadet. Weil es wird ja mal gefragt, was schadet der Demokratie? Genau dieses Verhalten, wenn man Wähler ausgrenzt, wenn man auch Wähler, die die AfD wählen, als Nazis beschimpfen, das ist ja alles passiert. Auch jetzt in diesem Wahlkampf hier in Brandenburg. Auch Herr Woidke hat heute gesagt, sonst hätte Brandenburg einen braunen Stempel aufgedrückt bekommen. Also ja. Wenn man so antidemokratisch agiert, dann muss man sich wirklich fragen, wer ist hier wirklich der Demokratieverächter? Wie bewerten Sie das Verhalten der Medien in Deutschland generell? Jetzt nicht nur der öffentlich-rechtliche Rundfunk, es sind ja auch die Printmedien, es sind die privaten Medien, die Privatsender. Da gibt es eine große Bemühung, die AfD auf jeden Fall außen vor zu halten. Ich möchte in diesem Zusammenhang auch an den Anschlag auf Sie, den Angriff auf Sie erinnern und wie der dann behandelt wurde im Nachhinein. Was ist los mit diesen Medien? Und sind diese Medien noch zu reformieren, zum Beispiel der öffentlich-rechtliche Rundfunk? Ja, ich habe mittlerweile die Hoffnung fast aufgegeben, ob zu reformieren ist. Also ich sag mal so, wir brauchen natürlich ja einen klaren Kurswechsel und das können wir nur erreichen, indem eine Landesregierung auch diesen Rundfunkstaatsvertrag endlich kündet. Wir sehen ja, was im Prinzip mit Manipulation auch der Wähler und auch der Bevölkerung in den Medien geschieht. Aber ich sag ganz ehrlich, die sollen ruhig so weitermachen. Die sollen genauso weitermachen. Es wird ihnen nichts nutzen und es wird die Zeit kommen. Wir haben den langen Atem. Ganz klar, wir wissen, dass es natürlich um Deutschland nicht gut steht, umso länger wir von der Regierung auch ferngehalten werden. Denn wir wollen im Interesse Deutschlands auch Politik gestalten und auch vor allen Dingen eine Veränderung bringen, einen Politikwechsel vonstatten bringen. Das ist unsere Aufgabe und deshalb wird unsere Zeit kommen. Da bin ich ziemlich zuversichtlich. Nächstes Jahr ist Bundestagswahl. Ich denke, auch dort werden wir stark zulegen. Und da wird sich eigentlich auch zeigen, dass diese Einheitsparteienkartelle, dass sich das irgendwann überlebt hat, weil einige Parteien nämlich dann aus dem Bundestag oder auch aus den Landtagen herausfliegen werden. Ja, also Sie mögen Zeit haben, die AfD, Sie haben es eigentlich schon gesagt, hat Zeit, das Land nicht, also das Zerstörungswerk, das ja gerade vonstatten geht, ist unbeschreiblich. Also gerade unter einem Wirtschafts- und Energieminister, wenn man so möchte, ja, jetzt auch Wirtschafts- und Rüstungsminister, ja, Wirtschafts- und Klimaschutzminister, also Dinge, die sich teils da widersprechen, das Zerstörungswerk dieses Mannes ist erschreckend. Ja, wie gedenken Sie denn, das wäre ja auch eine interessante Frage, wie gedenken Sie diese Politik des Herrn Habeck, der ja wirklich Kühltürme sprengt? Das Gasnetz zurückzubauen, ja, genau. Das Gasnetz, das die Bürger bezahlt haben, jetzt sollen die Bürger dafür bezahlen, dass es rausgerissen und zerstört wird, um danach dann höhere Preise für Energie zu bezahlen. Wie gedenken Sie diese Politik jetzt nicht aufzuhalten, sondern auch später auch rückgängig zu machen, das Zerstörungswerk dieses Mannes? Ja, rückgängig machen oder stoppen kann man es natürlich nur durch Regierungsbeteiligung, das ist keine Frage. Und das ist der Punkt. Ne? Ich weiß auch nicht, ob es 5 vor 12 ist oder 5 nach 12. Es müssen am Endeffekt die Wähler und die Bürger erkennen. Und scheinbar haben das noch nicht alle Bürger erkannt. Man hat jetzt auch bei der Landtagswahl hier in Brandenburg gedacht mit Herrn Woidke, dass man einen Ministerpräsidenten hat, den man kennt, der ein Stück weit Vertrauen schenkt. Aber jeder muss wissen, auch jeder hier in Brandenburg, wer SPD gewählt hat, das ist im Prinzip die Ampelpolitik aus Berlin, dass die hier fortgesetzt wird und dass auch die falsche Energiepolitik in Brandenburg fortgesetzt wird. Und Herr Woidke ist hier ein Stück weit der Wolf im Schafpelz, hat ja auch eine andere Ausrichtung in seinem Wahlkampf angekündigt, hat ja auch Herrn Scholz zum Beispiel hier nicht auftreten lassen im Wahlkampf. Das zeigt ja eigentlich, wie er hier kalkuliert hat. Herr Kretschmer empfiehlt Herrn Woidke zur Wahl. Also ein CDU-Ministerpräsident sagt, man möge doch in Brandenburg einen SPD-Ministerpräsidenten wählen und nicht den eigenen CDU-Mann, den er im Prinzip vor den Bus geschmissen hat. Also wenn man sich das alles erstmal anschaut und auf der Zunge zergehen lässt, daran sieht man, dass es eigentlich nur eine Verhinderungstaktik gegen unsere Partei ist und dass wir wahrscheinlich mit unseren Inhalten und Themen
genau richtig liegen. Und wir werden weiter den Finger in die Wunde legen. Wir müssen diese Geduld haben. Ich muss die Bürger natürlich auch auf diese Geduld ein bisschen einstellen. Aber wir werden einiges rückgängig machen, vor allen Dingen, wenn wir uns auch für Frieden und Souveränität in diesem Land einsetzen. Ich denke, das ist die Grundvoraussetzung für alles Weitere, auch was die Migrationsfrage angeht. Eine letzte Frage. Sie sind Malermeister. Was glauben Sie, warum gibt es eigentlich fast nur Akademiker in der Spitzenpolitik? Ja, ich meine, ich bin Malermeister und auch das Handwerk hat ja in diesem Land kaum eine Lobby. Das sind natürlich alles diejenigen Unternehmer, die von früh bis spät arbeiten. Und ich bin auch mehr oder weniger zufällig in die Politik gekommen. Es gibt in diesem Land natürlich viel zu viele Akademiker und vor allen Dingen gibt es viel zu wenig gute Akademiker. Und ich kann eins sagen, viele, vor allen Dingen in den Altparteien, was man dort sieht, das sind keine, die auch jemals akademisch gearbeitet haben. Also auch das ist ja ein großer Unterschied. Eine Ausbildung oder eine angefangene Ausbildung ist das eine. Aber auch wirklich mit denjenigen Problemen und auch den Bürgern in Kontakt zu kommen, die das jeden Tag hier ausbaden müssen, in den Wirtschaftsunternehmen, aber natürlich auch in den Handwerksbetrieben, diejenigen, die die Suppe auslöffeln müssen, das haben die wenigsten auch im Deutschen Bundestag. Und ich denke, das macht den Unterschied aus, auch zu unserer Partei, dass in unserer Partei viele Quereinsteiger in die Politik gekommen sind, viele, die vorher schon was gelernt haben, die gearbeitet haben und die auch wissen, was Arbeiten bedeutet, die auch wissen, was es bedeutet, wenn man 16, 17, 18 Uhr von der Arbeit kommt und erschöpft ist. Ja, okay, ja, ich verstehe Ihren Punkt. Denken Sie generell, mehr Handwerker oder sagen wir im übertragenen Sinn, mehr Malermeister würden der Politik gut tun? Na gut, ich meine, Handwerker haben insgesamt den gesunden Menschenverstand. Ich denke, wir brauchen mehr gesunden Menschenverstand in der Politik und vor allen Dingen auch wirkliche Interessen, die auch vertreten werden von den Bürgern, dass es den Bürgern wirklich besser geht. Ich stelle mal gerne die Frage, auch bei Wirtschaftsverbänden, was die letzten 10, 15 Jahre eigentlich für ein Gesetz im Bundestag verabschiedet wurde, was dem Handwerk, was dem Mittelstand wirklich genutzt hat, wo die Bürger gesagt haben, das hat uns wirklich vorangebracht, wir haben ja mehr Netto vom Brutto in der Tasche und da gucken mich immer alle an und es gibt nämlich keins, wo man sagt, das hat uns wirklich weitergebracht, das hat uns wirklich auch in der Bürokratie Abbau hat uns weitergebracht, hat uns vorangebracht. Und daran sehen Sie eigentlich, dass hier komplett am Bürger vorbei ideologisch Politik betrieben wird. Und Sie haben den Herr Habeck angesprochen. Jetzt in diesem Augenblick können Sie einen Vorschlag machen. Was wäre denn so ein Gesetz für das Handwerk, das Sie sich wünschen würden? Man soll einfach die Handwerker und auch den kleinen Mittelstand einfach mit Ideologie in Ruhe lassen. Man soll ihnen nicht vorschreiben, welche Heizungen sie verkaufen müssen, einbauen müssen, welche Autos sie zu fahren haben. Das betrifft ja die Handwerker genauso wie die Bürger. Man soll ihnen nicht vorschreiben, was sie zu essen haben. Man soll die Leute einfach ein Stück weit auch, was die Bürokratie und auch was die Verpflichtung angeht, für alles Rechenschaft abzulegen, in Ruhe lassen. Also Ende mit der grünen Politik. Das ist nicht bloß die grüne Politik an sich, das ist nämlich auch die Politik der CDU und der SPD, die davon profitiert. Und vor allem brauchen wir endlich auch dort hingehend, was Bürokratie angeht, einen Rückgang der Beschäftigung in der Politik. Denn wenn man sieht, wie viele Ministerien weiter auch ihre Personal aufstocken, um ihre Pfründe weiter zu verteilen, das macht eigentlich dieses Land kaputt, dass immer weniger Menschen wirklich durch Händearbeit was leisten. Und das ist eigentlich das größte Fachkräfteproblem, was wir haben, dass sich immer mehr auch aus dem wertschöpfenden Bereich verabschieden oder sogar das Land verlassen. Na gut, jetzt kommen ja neue Fachkräfte hinzu. Der Kanzler war in Kenia und Usbekistan, um dort insgesamt, ich glaube, 500.000 Fachkräfte anzuwerben, die dann hier allerdings erst ausgebildet werden müssen und die deutsche Sprache lernen müssen. Da stellt sich schon die Frage, was ist eigentlich mit den Millionen Fachkräften, die bereits gekommen sind in den letzten Jahren? Also diese Regierung, was macht die da eigentlich? Möchte die mit solchen Aktionen ja Tatsachen schaffen, die später unumkehrbar sind? Wie ist Ihre Einschätzung? Sie sind ja viel näher dran. Ja, man belügt uns natürlich weiter. Also Sie haben es ja richtig gesagt, also die sogenannten Fachkräfte der 10 Jahren, hier kamen keine Fachkräfte und wir wissen es. Es war eine Einwanderung in die Sozialsysteme. Man will uns weiter schwächen. Man will im Prinzip von unseren Errungenschaften, die wir in Deutschland hatten, man will uns brechen. So will ich das mittlerweile sagen. Und Sie haben es angesprochen, es kommen jetzt eine ganze Menge neuer Busfahrer aus Kenia, die hierher... Die hier erstmal den Führerschein machen müssen und die Sprache lernen müssen. Ja, und die sich noch von Linksfahren auf Rechtsfahren umstellen müssen. Also auch das ist ja ein Bereich, der eigentlich nur noch mit Kopfschütteln gesehen werden kann. Und daran sieht man die ganze Idiotie dieser Politik, dass diese Politiker nicht wissen, was eigentlich die Hauptprobleme in diesem Land sind. Und ich kann wirklich nur dazu ermuntern, dass man wirklich auch in diesen Parteien endlich, zumindest von denjenigen wenigen, die es in diesen Parteien gibt, den Kurswechsel vollzieht und auch schaut, was ist eigentlich im unteren Bereich, im Mittelstand, im Handwerk los, die Energiepreise. Auch das ist ja ein riesiges Thema, dass man endlich diesen schädlichen Wirtschaftskrieg gegen Russland beendet, dass wir uns mit Russland an einen Tisch setzen, auch mit der Ukraine, auch mit der USA, damit wir diesen elendigen Krieg beenden können. Denn er weitet sich ja wahrscheinlich immer weiter aus in Europa. Diese Gefahr sehen wir als AfD. Ja. Und vor diesen Gefahren... Ja,
vor diesen Gefahren machen wir aufmerksam. Ich denke, das sind so viele Politikfelder. Und nochmal, was die Migration angeht und auch die Zuwanderung. Wir müssen als allererstes die Abwanderung stoppen. Wenn man sich die Zahlen anguckt, jedes Jahr verlassen 250.000 gut ausgebildete Fachkräfte im wertschöpfenden Alter unser Land. Ärzte, 2.000 pro Jahr, die das Land verlassen, die uns fehlen. Wo will man die herholen? Also das muss man erstmal beenden. Und das heißt, dass man die Steuerlast runtersenken muss, dass man die Inflation senken muss, dass man die Abgaben senken muss, dass es hier auch wirklich lohnt für die wirkliche Fachkraft, die es in der Tat geben mag, dass die auch wirklich hier willkommen ist. Sie haben gerade schon Energiepolitik angesprochen. Sie haben jetzt auch die Friedenspolitik bzw. Eskalationspolitik der jetzigen Ampel angesprochen. Das hängt ja sehr eng zusammen auch mit der Souveränität Deutschlands. Wie sehen Sie das Souveränitätsproblem? Ja, man muss sich ja die Vergangenheit nur anschauen. Ich erinnere an Olaf Scholz in Amerika, Besuch bei Joe Biden, als Joe Biden vor dem russischen Angriff schon dort klar gemacht hat, wenn Russland in die Ukraine einmarschiert, wird es Nord Stream nicht mehr geben. Und ich meine, dann steht ein Bundeskanzler daneben und sagt nichts oder beziehungsweise lächelt nur. Da muss man sich über die Souveränität eigentlich keine weiteren Fragen stellen. Denn wer einen Anschlag auf unsere Infrastruktur, auf unsere Wirtschaftsinfrastruktur begeht, der kann... Schlagader eigentlich der deutschen Wirtschaft ist das gewesen. Korrekt, korrekt. Und das wahrscheinlich von unseren sogenannten Freunden verübt wurde. Da muss man sich wirklich fragen, wie souverän ist Deutschland? Ja, eben. Was würden Sie denn tun, um Deutschland wieder souverän zu machen? Mal angenommen, Sie geraten, also Sie kommen irgendwann in die Regierungsverantwortung, dann müssten Sie ja die Souveränität, Sie müssten sich ja aus dem Würgegriff, sagen wir mal, Washingtons ein bisschen lösen. Wie gedenken Sie das zu tun? Also Sie haben halt nicht nur die Medien gegen sich, Sie haben dann ja der Apparat, der sich jetzt schon gegen Sie wendet, ich glaube, der ist fast ein Kinderspiel gegen das, was dann kommt. Ja, ich denke, das beginnt beim Auftritt, dass man erstmal auch souverän selbst auftritt und sich auch Dinge einfordert. Ich denke, das ist der erste Schritt. Und Souveränität ist immer ein Punkt, der liegt nicht auf der Straße, der wird Ihnen auch nicht gegeben. Souveränität muss man sich nehmen. Und ich denke, da erwarte ich von einer Bundesregierung auch das Signal, dass wir wieder als Wirtschaftsmacht eigene Interessen haben. Andere Interessen sicherlich als Amerika, auch andere Interessen als Russland. Aber ich will daran erinnern, es ging Deutschland immer gut, wenn wir uns mit allen europäischen Partnern, dazu zähle ich Russland, in Frieden auseinandergesetzt haben, unsere wirtschaftlichen Situationen mit Russland angeglichen haben. Und das möchte ich wieder und dafür wird sich auch die AfD einsetzen. Vielen Dank für dieses Interview. Sehr gerne.